Hallo zusammen, ich habe heute einen Kühlschrank, einen zweiten Kühlschrank und einen Kalender. Wir sind jetzt Mitte September, ist schon bald wieder Wochenende. Nächste Woche sind wir noch da, wir sind erreichbar und ab 23. September bis 11.10. Oktober sind wir nicht da. Wir machen Betriebsurlaub. Wir nehmen wenigstens keine Telefone ab. Wir beantworten keine Mails. Wir bearbeiten keine Bestellungen. Und unsere Werkstatt ist geschlossen. Wir sind am Umräumen, am Abräumen und am Umräumen und irgendwas am Machen. Wichtige Sachen, die man eigentlich nur im Leben einmal macht. Eigentlich. Und da sind wir. Aus diesem Grund haben wir Betriebsurlaub, nennt man das so schön. Letztes und erste Woche vom Oktober. Den Rest sind wir dann wieder da. Wir kommen auch mit Neuheiten. Wir haben hier einen 50 Liter Kühlschrank mit Zekop-Kompressor zu dem Preis. Da muss sich der Mitbewerb schon richtig warm anziehen. Und hier haben wir für ein bisschen mehr Geld einen 60 Liter Kühlschrank mit Zekop-Kompressor. Aber hier sind wir noch in den letzten Zügen. Die Tests sind durch, die Strommessungen sind noch nicht gemacht. Da werde ich euch informieren über diese zwei Kühlschränke. Weiter geht's um Batterien. Wir haben bestellt, die sollten auf dem Weg sein, aber da äußere ich mich nicht mehr mit Lieferfristen von Solarzellen, Solarkits, die dann passen zu unserer Batteriebox. Geht auch Richtung Guerilla-Solaranlage. Ihr wisst ja, der Blackout droht. Ich habe hier ein Video gemacht, verlinke ich euch, was die Schweizer Behörden rauslassen betreffend Blackout, wie groß das da die Gefahr ist. Da sagen zwar nichts über die Größe der Gefahr. Ich persönlich denke, dass wir im Januar zu Strommangellagen führen werden. Wir machen jetzt zu. Bereiten uns auf den Winter vor, so dass wir dann im Januar wieder zumachen können, wenn wir keinen Strom haben. Aber das soll es gewesen sein. Wir haben Betriebsurlaub 2 Wochen, 92, 93 hier und das erste Mal, dass wir einen Betriebsurlaub durchführen. Zu diesen 2 Kühlschränken kommen die Informationen. Das wird wahrscheinlich Anfang Jahr. Dann hier das Video über die schweizerischen Blackout und die Behörden. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.